Erzählt wird das Schicksal eines riesigen weißen Pottwals, den die Seemänner Moby Dick nennen, und Kapitän Ahabs besessene Jagd auf ihn. So viel zur Fiktion. In der Realität haben Wale weit mehr vor Menschen zu fürchten, als Menschen jemals Grund gehabt hätten, sich vor diesen sanften Riesen zu fürchten. Durch dieselben Gewässer, in denen auch das Neuseeland-Ungeheuer entdeckt wurde, verläuft die Wanderroute der Buckel- und Pottwale. Mehr als 150 Jahre war die Meerenge zwischen der Nord- und der Südinsel Neuseelands ein bevorzugtes Jagdrevier von Walfängern, die diese Meeresgiganten bis an den Rand der Ausrottung trieben und abschlachteten. Doch mit den Zeiten ändern sich auch die Einstellungen. Heute nehmen die Männer, die einst die Wale jagten, eine entscheidende Rolle bei ihrem Schutz ein, indem sie die noch verbliebenen, vorbeiziehenden Wale zählen und identifizieren. Aber wie war es eigentlich, ein Walfänger zu sein? Wir standen um 4 Uhr morgens auf und gingen zur Beobachtungsstation. Sobald ein Wal gesichtet wurde, ging die Flagge hoch, damit sich die Mannschaft und das Schiff vorbereiten konnten. Die Fabrik wurde schon über einen möglichen Fang informiert. Und was ging den Walfängern bei den Vorbereitungen durch den Kopf? Als Harpunier musste man sicherstellen, dass die Harpune richtig geladen und die Munition vorbereitet war. Das war eine Hülse mit einem Zapfen und zur Hälfte Plastiksprengstoff, den man per Hand einfüllte. Die Harpunen waren wie überdimensionale Gewehre. Sie klappten über einen Hebel auf und man lud eine Ladung Munition. Die Harpune diente nicht dazu, den Wal zu töten. Man konnte ihn nicht leicht töten, weil er sonst gesunken wäre. Es war einfacher, mit den 50 Tonnen Fleisch zu fahren. Es war viel praktischer, sich von ihm in die Richtung der Fabrik ziehen zu lassen, bevor man ihn schließlich tötete. War der Wal harpuniert, versuchte man zwischen dem Buckel und den Blaslöchern eine Sprengladung zu zünden. Das brachte ihn nicht um, aber es machte ihn bewegungsunfähig. Dann stieß man den Speer hinein und zündete den Sprengstoff hinter dem Nacken. Diese Explosion brach dem Wal dann das Genick. Der größte Wal, den die Familie je erlegte, war ein fast 30 Meter langer Blauwal, dreimal so lang wie das Schiff, das ihn jagte. Ein wahrhaft prachtvolles Exemplar. Es ist sehr schwer, sich etwas von solch einer Größe vorzustellen. Es war ein hartes Leben, aber auch eine Arbeit, die eine Gruppe ausgesuchter Männer und Frauen mit Stolz verrichteten. Wir lebten davon. Wir konnten gar nichts anderes. Wir waren dafür ausgebildet. Und sie nahmen ihren Job nie auf die leichte Schulter. Wir haben sie stets bewundert. Es war eine Herausforderung, Walfänger zu sein. Wenn es einem gelang, zu entwischen, haben wir uns immer respektvoll vor ihm verneigt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir dastanden und sagten, okay, Kumpel, du bist besser als wir, also dann bis zum nächsten Jahr. Das war die Herausforderung. Heute gibt es eine neue Herausforderung für die ehemaligen Walfänger. Mit ihrem geschulten Blick helfen sie den Forschern des neuseeländischen Umweltschutzministeriums, Informationen über Pott- und Buckelwale zu sammeln. Aus der Jagdsaison ist eine Zählsaison geworden.
Das Ziel ist es, so viele Wale wie möglich aufzuspüren, zu kennzeichnen und zu identifizieren, um festzustellen, ob sie sich fortpflanzen, so die Forscherin Nadine Gibbs. Neuseeland liegt an einer Wanderroute der Buckelwale, die im Winter in die tropischen oder subtropischen Gewässer vor Tonga, Samoa oder den Fidschi-Inseln ziehen, wo sie sich paaren und kalben. Die Walfänger haben einen guten Blick. Sie wissen genau, wonach sie Ausschau halten müssen. Sie sind sehr engagiert und die ganze letzte Woche in der Beobachtungsstation an Land gewesen. Trotzdem zeigen sie keinerlei Anzeichen von Müdigkeit. Hinzu kommt, dass sie mit diesen Walen und ihrer Geschichte etwas verbindet. Unser vorrangiges Ziel ist die Fotoidentifikation. Jede Schwanzflosse besitzt eine unverwechselbare schwarz-weiße Musterung. Mit einem Foto der Schwanzflosse können wir ein Tier identifizieren, ihm einen Namen oder eine Nummer geben. Wenn es dann vor Tonga oder an der australischen Ostküste auftaucht, wissen wir, woher es gekommen ist. Nachdem die Tiere fotografiert worden sind, wird eine Gewebeprobe für eine DNA-Analyse entnommen. Dadurch erhalten die Forscher Informationen darüber, mit wem die Wale verwandt sind und ob eventuell Inzucht vorliegt. Das Entnehmen der Probe spürt der Wal kaum, dessen Hautspende vom Forscherteam routiniert geborgen wird. Es sagt viel über unsere gewandelte Haltung gegenüber großen Meereslebewesen aus, dass wir ihnen heute nicht mehr mit einem Gefühl von Angst und Abscheu, sondern mit Bewunderung und Sympathie begegnen. Wird ein Wal an einem neuseeländischen Strand angetrieben, wird er vom örtlichen Maori-Stamm beansprucht, der ihn als Tuanga betrachtet. Einen Schatz, aus dem Schmuckstücke und spirituelle Gegenstände geschnitzt werden. Während der vergangenen 200 Jahre wurden häufig Überreste großer Meerestiere an die Küsten angeschwemmt. Einige, wie das Ungeheuer von Stronsay in Schottland, ähneln frappant jener Skizze des Neuseeland-Monsters, die der japanische Matrose Michihiko Yano anfertigte. Könnte es hier eine Verbindung geben? Das Neuseeland-Monster sorgte für so große Aufregung in Japan, dass im Juli 1978 eine wissenschaftliche Kommission berufen wurde, um Janos Fotos genau zu untersuchen und die Hautproben zu analysieren, die er entnommen hatte. Nach Vergleichen mit bekannten Tieren kamen die Anatomiespezialisten zu dem Schluss, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Riesenhai handle. Riesenhaie sind große, aber harmlose Wesen, die sich in den trüben Gewässern vor der Ostküste Schottlands und Irlands von Plankton ernähren. Diese auch Sonnenfisch genannte Haiart war im 19. Jahrhundert wegen ihres Öls sehr begehrt, das wie Walöl den Brennstoff für die Lampen Europas lieferte und wurde aus diesem Grund, wie auch der Wal, bis an den Rand der Ausrottung gejagt. Doch wie konnte ein Riesenhai das Neuseeland-Monster sein? Wie es scheint, verlieren Riesenhaie, wenn sie sterben, ihren Unterkiefer, sodass ein Kadaver mit einem großen Körper und kleinem Kopf übrig bleibt. Tatsächlich stellt sich eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen Riesenhai und Neuseeland-Monster ein, wenn diese Körperteile fehlen. Für zusätzliche Verwirrung sorgte die falsche Annahme der Schiffsmannschaft, dass nur Säugetiere rotes Fleisch besäßen. Doch wie diese alten Schlachthausaufnahmen zeigen, ist auch das Fleisch des Riesenhais rot.
Aber was war mit den vier Flossen, von denen berichtet worden war? Die Wissenschaftler vermuteten, dass es sich bei einer der Vorderflossen, in dieser Skizze mit dem Buchstaben B gekennzeichnet, in Wirklichkeit um die Rückenflosse des Hais handelte, die während des Verwesungsprozesses nach unten gerutscht war. Da Jano seine Zeichnung erst Monate nach dem Fund anfertigte, war es denkbar, dass seine Erinnerung von der Äußerung der Wissenschaftler, es könne ein Plesiosaurier sein, beeinflusst worden war. Vielleicht leistete auch die Zeit der Mythenbildung ihren Beitrag, sodass Janos tatsächliche Beobachtungen verschwammen. Zu guter Letzt wurden noch jene enttäuscht, die gehofft hatten, die hornigen Fasern, die Jano dem Kadaver entnommen hatte, würden die prähistorische Herkunft beweisen. Auch hier deutete die chemische Analyse darauf hin, dass das Wesen wohl mehr Gemeinsamkeiten mit einem Riesenhai als mit irgendeiner anderen Kreatur besaß. Ohne eine vergleichende Probe eines Plesiosauriers jedoch kann niemand mit Sicherheit sagen, dass es sich tatsächlich nur um einen Hai handelte. Jano selbst ist nach wie vor nicht überzeugt. Wenn die Mannschaft gesagt hätte, es sei ein Hai, dann hätte ich kein Foto gemacht. So etwas hatten wir noch nie gesehen. Mit Haien dagegen kannten wir uns sehr gut aus. Wir verarbeiteten Haie und hatten sehr viel Erfahrung. Manche sagen, man wird nie herausfinden, ob das Neuseeland-Monster nicht doch ein prähistorisches Wesen war, weil der Kadaver wieder ins Meer zurückgeworfen wurde. Richard Ellis jedoch ist skeptisch. In der Wissenschaft gilt die grundlegende Regel, nachdem sich ein Negativum nicht beweisen lässt. Niemand ist in der Lage zu sagen, es gibt keine sechsbeinigen, zehnköpfigen Wesen auf irgendeinem Planeten, weil wir nicht wissen, ob es sie nicht doch gibt. Und wir können nicht jeden Planeten im Universum aufsuchen, um herauszufinden, dass es sie nicht gibt. Die Behauptung, dass es kein Neuseelandmonster gibt, hält nur so lange stand, bis jemand sagt, du kannst mir nicht beweisen, dass es nicht existiert. Was ich verlange ist, dass mir jemand beweist, dass es existiert. Ein Schwindel ist das Neuseeland-Monster sicherlich nicht. Vielmehr ein klassischer Verwechslungsfall, der zeigt, dass auch unsere Zeit ihre Monstermythen hervorbringt. Am Neuseeland-Monster lässt sich auf interessante Weise verfolgen, wie Mythen entstehen. Auf den ersten Blick sah es wie ein Plesiosaurier aus. Einige Leute wollten darin auch einen Plesiosaurier sehen, das gehört zur Mythenbildung dazu. Menschen wollen bestätigt sehen, was sie zu sehen glauben. Und manchmal ist es sehr schwer, die Menschen von diesen Vorstellungen wieder zu befreien. Seeungeheuer üben eine starke Faszination auf uns aus. Warum? Vielleicht, weil wir vor langer Zeit entdeckten, dass uns Angst in klein dosierten Portionen eine Menge Spaß bereiten kann. Die alten Geschichtenerzähler wussten, wie sie uns das Fürchten lehren konnten. Und die heutigen stehen ihnen in nichts nach. Als Preis für die Verteufelung von Lebewesen wie Walen und Haien haben wir sie in unserer irrationalen Angst vor Ungeheuern fast ausgerottet. Wenn die großen Meeresbewohner nicht ebenso wie das von den japanischen Fischern gefundene Tier enden sollen, müssen wir Maßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen. Wir haben die Monster oder die Kreaturen, vor denen wir uns früher fürchteten, dezimiert, sodass wir uns heute sogar Sorgen um ihre Existenz machen müssen. Wir fürchten uns nicht mehr vor den Monstern, sondern wir fürchten vielmehr um die Monster.